Ja, dies ist der geheime Gang für die Talpa-Mitarbeiter. Hier links sieht man gleich ein bisschen durch. Da ist das Utopia-Grundstück. Auf der anderen Seite ist der Wald. Und hier sind die Mitarbeiter langgelaufen. Hier kann ich nochmal gut nach aussehen. Ah, jetzt siehst du, wo ich bin. Das sind die Marktstände. Und ja, von hier aus sind die Mitarbeiter von Talpa aufs Grundstück gekommen, um Regieanweisungen zu geben oder Sachen zu klären. Und ja, gehen wir mal ein bisschen weiter. Zeige ich euch mal. So, hier ist nochmal eine Tür. Und hier vorne geht's lang. Und hier ist die Tür, die direkt auf der Rückseite von der Scheune hinführt. Ja. Und ja, kann man jetzt nicht sehen, aber ja, vielleicht doch. Da hinten ist der Raum, wo Batterie gewechselt worden ist und wo die Leute ihre Anweisungen bekommen haben. Hier ist die Tür dazu. Dieser Weg, dieser doppelte Zaun führt einmal komplett um das ganze Gelände, Grundstück herum. Und ja, hier werden vielleicht demnächst auch die Hühner laufen. Hier können sie nicht abhauen, hier können sie rumpicken, hier sind sie in Freiheit, in der frischen Luft. Ja, wir haben vielleicht noch ein paar Unterstände gebaut und ein paar Hütten, wo sie sich reinkriechen können, dass sie ihre Eier legen können und ihre Nester bauen können. Und ja, so, wenn man durch diese Tür hier geht, das zeige ich euch gleich. Also erstmal, von dort aus sind wir gerade gekommen. Jetzt gehen wir hier hinaus. Und laufen wir mal ein bisschen. Hier ist ein riesiger Wald drumherum. Ja, und dort hinten steht der Bauwagen. Auf der Rückseite quasi. Mitten in der Natur, zwischen den Bäumen. Diesen Bauwagen, den möchte ich ausbauen, renovieren, anstreichen. Und hier sieht man auch ganz gut, dass er abgesunken ist an der einen Seite. Also wird er auch erstmal aufgebockt. Und das ist mein Rückzugsort, wo ich malen kann, wo ich schlafen kann, wo ich meine Ruhe finde. Wenn ich mal abschalten möchte, allein sein möchte. Und wenn ich mal meine Klappe halte, man hört hier gar nichts. Totale Ruhe. Nix als Wald. Schöne kleine Lichtung. Und da in der Ferne sind die Zäune vom Utopia-Gelände. Ein Stück vom Dach kann man erkennen. Ich weiß nicht, ob das ihr das erkennt, aber ich gehe noch ein bisschen näher ran. Da ich verstehe. Dort ist die Scheune. Und hier war auch der Candy in der Nähe, als er seine Liebesbriefe über den Zaun geworfen hat, hat er sich durch den Wald hier angeschlichen und ist über den Zaun geworfen. Ja.